Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung, herzlich willkommen zu unserer achten Sitzung in der Reihe Coping with COVID-19. COVID-19-19, Englisch. Herzlich willkommen an unsere Zuschauer, sowohl auf Zoom als auch diejenigen, die uns heute Morgen über Facebook folgen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind heute zurück in doppelter Weise, nämlich zurück in Europa nach einer Weltreise, die wir gemacht haben, die uns nach Ostasien, Südafrika und Lateinamerika geführt hat. Heute zurück auf unserem europäischen Kontinent und wir sind zurück in unserer alten Uhrzeit, Donnerstagmorgens, 11 Uhr, unsere Ortszeit hier und trotzdem in einem neuen Setting. Wir werden heute zum ersten Mal zwei Referenten dabei haben, weil wir in der Ukraine, um die es heute gehen soll, als Konrad-Adenauer-Stiftung zwei Auslandsbüros haben. Ich freue mich deswegen, herzlich begrüßen zu dürfen bei uns Brigitta Triebel, die Leiterin des Adenauer-Stiftung-Büros in Kharkiv und Tim Peters, den Leiter des Kiewer Büros. Herzlich willkommen bei uns auf Zoom. Guten Morgen aus Kiew. Guten Morgen aus Kharkiv. Diese Reihe hat verschiedene Zwecke, die wir damit verfolgen. Zum einen wollen wir unserem Publikum, unseren Zuschauern Eindrücke geben, wie verschiedene Staaten auf der Welt umgehen mit der Krise, der Pandemie und den ihnen begleitenden Folgen. Zum anderen wollen wir aber auch Einblicke geben, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung arbeitet. Deswegen würde ich euch gerne bitten, vielleicht dich, Tim, als Leiter des Hauptstadtbüros in der Ukraine, zu Beginn mal ein paar Sätze zu sagen, was macht die Konrad-Adenauer-Stiftung eigentlich in der Ukraine, was sind unsere Schwerpunktthemen und warum haben wir zwei Büros? Ja, vielen Dank, Jakob. Also die Konrad-Adenauer-Stiftung konnte in der Ukraine im letzten Jahr einen Geburtstag feiern, 25 Jahre Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine. Das heißt also, seit 1994 begleiten wir die Transformationsprozesse der Ukraine. 3 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion ist das Büro bereits eröffnet worden. In diesen letzten 25, 26 Jahren gab es große Veränderungen in der Ukraine. Das Land hat einige Höhen und Tiefen erlebt. Es gab große politische Veränderungen. Ich erinnere nur an die Orange Revolution oder eben auch den Euromaidan 2014. Aber über all diesen langen Zeitraum hinweg hat die Konrad-Adenauer-Stiftung hier vor Ort zusammen mit Partnern aus Politik und Zivilgesellschaft versucht, diese Transformationsprozesse zu begleiten. Und Arbeitsschwerpunkte sind eigentlich ganz klassisch. Das ist natürlich die Förderung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Es ist die Förderung des europäischen Gedankens. Und es ist eben auch der große Bereich der Erinnerungskultur. In den Bereichen sind wir unterwegs. Wir arbeiten fast ausschließlich immer bei Veranstaltungen mit ukrainischen Partnern zusammen. Diese Partner können aus der Politik kommen, aus dem staatlichen, öffentlichen Bereich oder eben auch aus der Zivilgesellschaft. Typische Beispiele für unsere Arbeit sind, ich nenne mal den allukrainischen Kirchenrat. Das ist eine Einrichtung, die es hier in der Ukraine gibt. Die Ukraine ist ja ein sehr multireligiöses Land. Mit dem arbeiten wir sehr, sehr lange schon zusammen. Wir machen sehr viel im Bereich der Online-Bildung, aber auch mit Lokalpolitikern. Da geht es um Abgeordnetenschulungen oder eben auch um Journalistenausbildung, um den Qualitätsjournalismus in der Ukraine zu verbessern. Und seit 2 Jahren wird die Arbeit ergänzt durch ein weiteres Büro in der östlichen Ukraine. Aber zu dessen Arbeit kann vielleicht Brigitta ein, zwei Worte sagen. Auch wenn du es warst, der es aufgebaut hat, bevor du nach Kiew gewechselt bist. Ja, aber natürlich gerne. Brigitta, was macht ihr in der Ostukraine? Vielen Dank und auch von mir nochmal ein herzlich willkommen, ein Hallo an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, unser Büro hier in Kharkiv widmet sich vor allem den östlichen Oblasten in der Ukraine. Also wir sitzen in Kharkiv, wir kümmern uns aber auch oder wir haben auch das Augenmerk auf die Oblaste Saporische, Dnipropetrovsk und die von der Regierung kontrollierten Gebiete in Luhansk und Donetsk. Also das heißt, da kann man auch schon unsere Aufgaben ablesen. Wir kümmern uns vor allem um die Situation und um die Herausforderungen hier im Osten der Ukraine. Das ist vor allem der Krieg und der Konflikt im Donbass und die Folgen. Also wir haben hier Themen, wir haben die Themen Menschenrechte, Sicherheitspolitik und Binnenflucht. Wenn man bedenkt, Kharkiv ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Mit 1,5 Millionen Einwohnern haben wir hier 130.000 Binnenflüchtlinge. Wir sind aber auch sehr bemüht, die demokratische Entwicklung hier in diesem Osten des Landes zu unterstützen. Wir arbeiten ähnlich wie unsere Kiewer Kollegen mit der Zivilgesellschaft zusammen, mit Lokaljournalisten, mit der Kommunalpolitik. Wir haben viele Projekte hier mit den Universitäten und in Bezug auf Erinnerungskultur versuchen wir auch immer wieder Themen zu setzen. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt hier, vor allem in der Ostukraine, ist für uns der Strukturwandel. Als traditionelles Industrie- und Wirtschaftszentrum der Ukraine steht der Osten vor sehr, sehr großen Herausforderungen und wir wollen mithelfen, mit unterstützen, die Frage
zu stellen, wie können wir die ukrainische, vor allem die ostukrainische Wirtschaft in die Zukunft tragen. Und da sind wir wieder bei einem der Grundwerte der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also die soziale Marktwirtschaft bleibt auch hier im Osten des Landes aktuell. Vielen Dank für diese Einblicke, gemessen daran, dass wir eben diese doppelte Struktur haben. Ein Ukraine-Programm, aber eben zwei Standorte haben wir auch im Vorfeld heute besprochen, dass wir das Gespräch ein bisschen aufteilen wollen. Eben, dass Tim uns den Blick gibt von Kiew aus für die Gesamtukraine und Brigitta zu den Fragen dann spricht, einmal die besonders den Osten betreffen, also die Konfliktsituation, aber auch speziell die Wirtschaftsthemen, weil eben dort diese Frage des Strukturwandels eben besonders wichtig ist. Ich würde euch gerne bitten, zu Beginn des Gesprächs einmal zu skizzieren, in welcher Situation die Ukraine sich befand, bevor die Pandemie das Land erreicht hat. Also was war die Situation im sozioökonomischen und politischen Blick in der Ukraine? Vielleicht fängst du an, lieber Tim. Ja, man muss da eigentlich ein wenig weiter ausholen, wenn es um die Situation der Ukraine im Jahr 2019, 2020 geht. Ich glaube, da lohnt auf jeden Fall nochmal ein kurzer Blick zurück ins Jahr 2013, also mit den großen Veränderungen, die durch den Euromaidan eingetreten sind. Wir hatten im letzten Jahr die Präsidentschaftswahlen und auch die Parlamentswahlen. Das heißt, Präsident Poroschenko, der das Land ja 5 Jahre lang nach dem Euromaidan geleitet hat, wurde gewählt und Präsident Selenskyj ist neu ins Amt gekommen. Kurz darauf folgten dann folgende Parlamentswahlen, weil dem die neue Bewegung Diener des Volkes auch eine absolute Mehrheit im Parlament bekam. Und im August wurde dann ein neuer Premierminister 2019 eingesetzt und der hat dann etwas mehr als ein halbes Jahr lang wirken können. Und mitten in die Phase der Pandemie im März kam dann eine Regierungsumbildung. Dazu kann ich aber vielleicht gleich noch was sagen, im Zusammenhang dann auch mit der Entwicklung während der Covid-19-Pandemie. Also im Vorfeld war die Regierung sozusagen noch in einer Phase des sich Zurechtfindens, auch im Parlament. Es waren sehr, sehr viele Abgeordnete zum ersten Mal ins Parlament gekommen. Das kann man vielleicht ein wenig mit der Situation in Frankreich vergleichen. Es ist weniger eine Partei als mehr eine Bewegung gewesen. Viele Parlamentarier mussten sich in ihrem neuen Arbeitsbereich erst zurechtfinden. Und die Erwartungen und Hoffnungen in der ukrainischen Bevölkerung waren und sind sehr, sehr groß, was die neue Regierung angeht. Allerdings bleibt eben abzuwarten, ob das alles erfüllt werden kann. Da sind die Signale teilweise etwas unterschiedlich. Aber das wäre so in etwa der Stand gewesen, in dem die Ukraine war, bevor die Pandemie dann die Welt ergriffen hat. Wie ist es in der Ukraine genau abgelaufen, als es losgegangen ist? Kannst du uns kurz skizzieren, wie sah es aus mit den Entwicklungszahlen der Infizierten und was waren die ersten Reaktionen? Also man muss sagen, dass die Ukraine zu Beginn eigentlich sehr, sehr gut durch die Pandemie gekommen ist. Also gerade in den ersten Monaten hatten sie verhältnismäßig Glück. Es war so, dass ihnen auch ein paar Umstände vielleicht dabei geholfen haben. Also die ersten Fälle waren ja bekanntermaßen in China aufgetreten. Man hatte sehr, sehr früh die Flugverbindung nach China eingestellt. Das fand schon am 4. Februar statt. Und noch ein anderer, sehr, sehr trauriger Umstand hat der Ukraine vielleicht in der Anfangsphase auch geholfen, weil, wie wir ja alle wissen, gab es am 8. Januar den tragischen Abschuss der Ukraine International Airlines Maschine über dem Iran. Und aufgrund dessen waren auch die Flugverbindungen nach Iran eingestellt. Und wenn man sich zurückerinnert, gerade in der Anfangsphase waren China und Iran ja zwei der Länder, die sehr, sehr stark betroffen waren. Und durch die Verbreitung des Virus in der Welt kann man davon ausgehen, dass diese Flugverbindungen natürlich eine große Rolle gespielt haben weltweit. Und da war die Ukraine in dem Sinne vielleicht ein wenig im Vorteil dadurch, dass diese Flugverbindungen sehr, sehr früh eingestellt wurden. Die ersten Fälle in der Ukraine oder der erste Fall in der Ukraine überhaupt war dann ein Rückkehrer aus Italien. Es gibt in der Ukraine eine sehr, sehr große Arbeitsmigration nach Polen, aber auch in andere europäische Länder. Und der erste Fall war also so, dass jemand, ich glaube am 3. März war der erste Fall eines ukrainischen Reisenden, der aus Italien zurückkam. Und die Regierung oder die Behörden haben dann relativ schnell reagiert. Bereits im März ist eine sehr umfassende Quarantäne ausgerufen worden. Schulen wurden geschlossen, Universitäten wurden geschlossen, Kindergärten geschlossen. Auch hier in Kiew hat Bürgermeister Klitschko sehr, sehr zügig reagiert. Der
öffentliche Personennahverkehr, die Metro, ist am 23. März komplett eingestellt worden. Also es gab keinerlei ÖPNV mehr, was Busse angeht, was die Metro angeht. Es gab allerdings eine Art Notdienst für relevante Berufe. Man hat da versucht, sehr, sehr früh zu reagieren. Das hat auch gut geklappt. Allerdings muss man sagen, dass jetzt, seitdem es wiederum einige Lockerungen gab, dort jetzt die ersten Schwierigkeiten eintreten, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber in der Anfangsphase hat die Ukraine es eigentlich sehr, sehr gut gehandelt. Könntest du ein paar Takte dazu sagen, wie das kommuniziert wurde am Anfang? Also wie wurde das aufgenommen von der Regierung, dass diese oder wie wurden diese drastischen Maßnahmen kommunikativ begleitet? Also auch in der Hinsicht merkt man einige der zahlreichen Reformen, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden, was insgesamt auch die Öffentlichkeitsarbeit der amtlichen Stellen um einiges verbessert hat. Bereits am 3. März wurde eine Webseite Covid-19.com.ua freigeschaltet, wo also die entsprechenden Informationen bereitgestellt wurden. Überhaupt ist die Medienlandschaft in der Ukraine ja schon sehr frei. Also man kann sich aus verschiedensten Informationsquellen informieren und dementsprechend ist das Thema Covid-19 also auch breit diskutiert worden. Leider muss man sagen, gab es in der Anfangsphase, aber da ist die Ukraine weltweit keine Ausnahme, auch sehr, sehr viele Falschnachrichten, Übertreibungen, Fake News. Das führte beispielsweise dazu, dass im Februar, ich glaube am 20. Februar war es, kamen einige Reisende aus China zurück, ukrainische Reisende, die dann zunächst in eine Gemeinde gebracht wurden, um dort unter Quarantäne gestellt zu werden. Das heißt, aufgrund der Rückkehr aus China wurde halt eine behördliche Quarantäne verhängt. Aber da kursierten dann die ersten Falschnachrichten, dass die Leute möglicherweise infiziert seien, dass von ihnen eine Gefahr ausginge. Und bei dem Transport dieser ukrainischen Reisenden, Rückreisenden in diese Ortschaft, kam es dann also auch zu Protestaktionen der lokalen Bevölkerung. Und da muss man sagen, das war wahrscheinlich eine Gemengelage von Falschnachrichten, von Gerüchten, dass von diesen Menschen eine Gefahr ausginge. Am Ende war das alles ein Sturm im Wasserglas. Die Leute waren nach 14 Tagen Quarantäne dann konnten wieder rausgehen. Aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir weltweit beobachten, dass es eben sehr, sehr viele Falschnachrichten und Fake News in dem Bereich einfach gegeben hat. Was waren denn sonst die Reaktionen, außer jetzt diesen Maßnahmen, die du schon beschrieben hast, die Reaktionen der Regierung? Und war das alles zentralisiert in Kiew oder gab es da auch regional verschiedene Reaktionen? Frage an euch beide. Also die Maßnahmen waren landesweit erstmal beschlossen worden, was eben beispielsweise die Einstellung des innerukrainischen Verkehrs anging. Also es wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt auch, ich glaube, das war am 16. März, wurden die Grenzübergänge komplett geschlossen. Auch die Flughäfen wurden eingestellt für regulären Flugverkehr. Es gab noch Sonderflüge, um eben auch Heimkehrer zurückzuholen. Aber darüber hinaus hat sich die Ukraine erstmal weitestgehend abgeriegelt. Das war eben die Entscheidung der Regierung. Auch der innerukrainische Verkehr wurde eingestellt. Es gab keine Zugverbindung oder Überland mehr zwischen den ukrainischen Städten. Also man wollte auf diese Art und Weise auch verhindern, dass sich das Virus innerhalb des Landes weiter ausbreitet. Und diese Maßnahmen waren eigentlich auch sehr umfangreich und sehr effektiv. Und zur Situation vielleicht in anderen Regionen könnte zum Osten ja Brigitta dann ergänzen. Also ganz kurz eine direkte Antwort auf deine Frage, Jakob. Also man hat tatsächlich auch hier die in Kiew beschlossenen Maßnahmen umgesetzt. Also ich kann es vor allem aus Kharkiv sagen, die Metro war eingestellt. Die Krankenhäuser haben sich vorbereitet auf eine auf größer werdende Infektionszahlen. Zu Beginn muss man sagen, hier in der Ostukraine waren die Städte und die Region weniger betroffen. Also Tim hat es ja erwähnt, die ersten Fälle trafen die Westukraine und dann hatte man mehr und mehr Zahlen in der Hauptstadt. Hier Anfang April, am 5. April, gab es für die gesamte Region, in dem etwa 10 Millionen Einwohner leben, nur 65 Fälle von Covid-19. Und alleine hier in Kharkiv, was wie gesagt die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist, nur 2 Fälle. Und man kann, denke ich, schon sagen, dass diese sehr früh getroffenen Maßnahmen, die eben, wie gesagt, auch hier umgesetzt worden sind, dazu beigetragen haben, dass diese Zahlen auch erstmal nur sehr langsam angestiegen sind. Jetzt, Monate danach, muss man feststellen, dass die Zahlen auch hier deutlich anwachsen, vor allem seitdem die Lockerungen in Kraft getreten sind und die Menschen einmal diese Lockerungen nutzen und teilweise, zumindest hier in Kharkiv, es auch sehr, sehr viele Verstöße gegen die immer noch
geltenden Regelungen gibt. So sind die Zahlen vom 24. Juni doch schon ganz andere. Wir haben hier insgesamt in der Region 3000 Fälle von Covid-19, also doch einen deutlichen Anstieg, und die Städte sind wesentlich stärker betroffen. Aber auch hier sieht man, wenn man sich so ein bisschen die offiziellen Zahlen anschaut, dass man da eine gewisse Skepsis haben muss bei den Zahlen. Einmal zu Beginn, die sehr niedrigen Zahlen können auch darauf zurückgeführt werden, dass es sehr wenige Testkapazitäten gibt. Also auch hier in Kharkiv mussten die Tests ganz am Anfang erst nach Kiew geschickt werden, um dann die Ergebnisse zu bekommen. Das hat man aufgeholt. Man testet jetzt auch viel, viel häufiger, aber man kann schon von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Und dann haben wir hier beispielsweise in Luhansk, also in den von der Regierung kontrollierten Gebieten des Oblast Luhansk, offiziell bis heute nur 75 Fälle von Covid-19. Da kann man von ausgehen, dass man da vielleicht bei den Daten dann nochmal genauer hinschauen sollte. Und das zeigt auch wieder die Situation in der Ukraine. Gibt es immer wieder von NGOs auch Forderungen nach Nachbesserungen, dass die Daten genauer sind, dass man alles bedenkt. Genau, also das zeigt auch hier den Pluralismus in der ukrainischen Gesellschaft, dass auch wenn nicht jede staatliche Behörde vielleicht sehr transparent arbeitet, es zumindest die Kritik gibt. Das erstmal zu der Entwicklung der Corona-Zahlen in der Ostukraine. Was gab es dann an Reaktionen aus der Gesellschaft? Also nicht nur im Sinne von der Bevölkerung, wie das aufgenommen wurde, das wäre das eine. Ich sagte ja gerade schon, teilweise etwas laxer Umgang mit den Auflagen, aber auch aus der organisierten Zivilgesellschaft heraus. Gab es Initiativen in einer größeren Zahl von NGOs, von Vereinen, von Organisationen, die Sache auch selbst in die Hand zu nehmen, sei es um die Regierung teilweise zu ersetzen oder eben zu ergänzen und zu begleiten? Also ich würde sagen, die erste Reaktion der Zivilgesellschaft oder überhaupt der Gesellschaft war halt, dass doch sehr, sehr viele den staatlichen Anordnungen überwiegend erstmal gefolgt sind, als eben der ÖPNV eingestellt wurde und so weiter. Man hat also dann, man ist überwiegend zu Hause geblieben, man hat sich darauf eingestellt. Es war auch insgesamt schon von einer Informationskampagne auch begleitet. Also es gab sehr, sehr viele öffentliche Plakate mit entsprechenden Schaubildern, wo also auch nochmal an die Verhaltensregeln erinnert wurde. Man soll den Abstand halten, diese allgemeinen Hygieneregeln und ziemlich offensiv dann auch beworben. Das hat, glaube ich, auch nochmal gefruchtet. Geholfen hat, wie gesagt, eben auch, dass die ukrainische Bevölkerung sich insgesamt doch recht gut informieren kann. Es gab dann ein paar Besorgnisse von einigen Vertretern der Zivilgesellschaft, ob eventuell diese Zeit der Pandemie von einigen Vertretern der Regierung oder von der Regierung insgesamt, ob da eventuell autoritäre Tendenzen feststellbar sein könnten. Also diese Befürchtungen sind ja auch in einigen Ländern geäußert worden, dass einfach diese Pandemie dazu genutzt werden würde. Auch da muss man allerdings sagen, haben sich diese ganzen Befürchtungen, soweit sie geäußert wurden, nicht bewahrheitet. Inzwischen sind wir in der Phase der Lockerungen. Es gab vielleicht einige Bereiche auf lokaler Ebene, aber im Großen und Ganzen, was jetzt sagen wir mal die nationale Dimension angeht, da gab es in dem Fall eigentlich keine nachhaltigen Einschränkungen. Ja, also man kann hier sagen, in der Ostukraine, wie auch in vielen Krisen in den Jahren zuvor, vor allem 2014, als der Krieg hier begonnen hat, hat die Zivilgesellschaft durchaus geholfen und reagiert und auch sehr, sehr schnell reagiert. Also man hat die staatlichen Bemühungen, beispielsweise die Krankenhäuser hier besser auszustatten, begleitet. Es gab Initiativen, die dann Schutzmasken, Anzüge für das medizinische Personal besorgt haben, die aber auch die Menschen, die vor allem dann von dem Lockdown betroffen waren, was vor allem hier die Menschen, die direkt an der Konfliktlinie leben, betroffen hat, versorgt haben mit Nahrungsmitteln, mit Dingen des täglichen Gebrauchs, weil sie gar nicht mehr die Wege selbst auf sich nehmen konnten, weil beispielsweise der öffentliche Nahverkehr nicht gefahren ist. Und gerade in diesem Bereich der Konfliktlinie sehr, sehr viele ältere Menschen leben, die schon vor Corona auf Hilfe angewiesen waren. Also auch hier hat die Zivilgesellschaft reagiert. Wie sieht es denn aus mit den Reaktionen aus den Kirchen? Darüber war immer mal wieder auch etwas in den Nachrichten international zu lesen gewesen. Tim, du sagst am Anfang, die Ukraine ist eine breit konfessionell aufgestellte Gesellschaft. Wie waren da die Reaktionen und haben die sich vielleicht auch über den Zeitraum verändert? Da muss man ein wenig mehr wissen über die Situation halt der Kirchen- und Religionsgemeinschaften insgesamt in der Ukraine.
Es ist also vollkommen richtig, die Ukraine ist ein sehr multireligiöses Land. Natürlich haben die orthodoxen Kirchen den größten Anteil der Gläubigen. Und da muss man wissen, dass es ja in der Ukraine zwei große ukrainische orthodoxe Kirchen gibt. Einmal die ukrainische orthodoxe Kirche des Patriarchats und dann eben die orthodoxe Kirche der Ukraine, die im letzten Jahr durch den Thomas geschaffen wurde, also eine Anerkennung durch den Patriarchen aus Konstantinopel. Dementsprechend haben wir zurzeit also zwei große orthodoxe Kirchen und darüber hinaus auch noch viele andere Religionsgemeinschaften. Es gibt eine große jüdische Gemeinde in der Ukraine, es gibt Muslime, Krim-Tataren, es gibt allerdings auch griechische Katholiken, besonders im Westen der Ukraine, römische Katholiken und auch protestantische Gruppen. Und jetzt fiel die Zeit der Pandemie mit mehreren wichtigen kirchlichen Feiertagen zusammen, sowohl dem orthodoxen Osterfest als auch der Westkirchen und auch jüdischen Feiertagen und auch dem Beginn des Ramadan. Und dementsprechend war es also auch sehr, sehr wichtig, wie würden die Kirchen, die Glaubensgemeinschaften darauf reagieren. Im Großen und Ganzen sind sie den staatlichen Empfehlungen gefolgt, haben also auch ihre Gläubigen angewiesen, aufgefordert, während des Osterfestes beispielsweise überwiegend zu Hause zu bleiben, mit der einen Ausnahme der orthodoxen Kirche des Moskau-Patriarchats. Die hatte also eigentlich überwiegend gesagt, man solle doch in die Kirchen kommen, wenn die Gläubigen das wünschten. Dementsprechend führt es auch zu einigen sehr öffentlichkeitswirksamen Ereignissen. Einige mögen ja das Kiewer Höhlenkloster kennen, das auch zum Weltkulturerbe der UNESCO kennt und eines der touristischen Highlights der Stadt ist. Dort hatten sich ein Großteil der dort lebenden Mönche während der Pandemie angesteckt. Also es war dann wirklich eine ganz, ganz große Anzahl. Einige mussten auch in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Und dieses Kloster untersteht der orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Und es gab also auch noch andere Kirchen, Klöstereinrichtungen, die da auch geschlossen wurden, dann amtlich geschlossen wurden. Also es waren dann die Administration, die Behörden haben sich letzten Endes dazu veranlasst gesehen, diese Klöster, in denen so große Zahlen sind, wirklich amtlich zu schließen. Über die Ursachen und Gründe, warum jetzt diese Kirche anders regiert, Glaubensgemeinschaften, da kann man ein wenig spekulieren. Eine mögliche Ursache ist, dass vielleicht auch die Gläubigen etwas traditioneller sind. Durch die politischen Ereignisse im letzten Jahr, durch diese zwei orthodoxen Kirchen, mag vielleicht auch eine größere Distanz gegenüber dem Staat inzwischen bestehen, sodass man vielleicht auch da ein wenig mehr Vorbehalte hatte, zu sagen, okay, warum sollten wir jetzt diesen Anweisungen Folge leisten? Aber es hat jedenfalls eine große Debatte auch innerhalb der Ukraine ausgelöst, ob es denn wirklich verantwortbar ist, zu sagen, dass die Gläubigen dann in die Kirchen kommen sollen. Weil es gab eben auch andere Beispiele, wo es Online-Gottesdienste gab, die dort übertragen wurden, oder man versucht hat, eben Abstandsregeln einzuhalten. Also es gab dort beide Arten von Beispielen. Wenn wir nochmal auf die Frage der Entwicklung des Infektionsgeschehens zurückkommen, Brigitta, kann man etwas sagen zu den sogenannten Volksrepubliken? Sind da irgendwelche Zahlen, die da veröffentlicht werden? Und sind da besondere Maßnahmen, auch gerade im Blick auf die Zusammenarbeit oder Kontakte mit der restlichen Ukraine, also den anderen Teilen der Oblasten, zu erkennen? Es gibt Zahlen, die werden von den dortigen Behörden, Einrichtungen gemeldet, die sind offiziell sehr, sehr niedrig von Anfang an und auch bis heute. Man hat aber auch in den Gebieten, die nicht von der ukrainischen Regierung kontrolliert sind, ähnliche Maßnahmen umgesetzt, auch zeitlich ähnlich mit den Maßnahmen, die die ukrainische Regierung getroffen hat. Also auch da wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt, ältere Leute sollten zu Hause bleiben, also auch da hat man reagiert. Man hat dann vor allem Unterstützung aus Russland erhalten und beginnt jetzt auch wieder zu lockern. Insgesamt für die Situation im Konfliktgebiet ist auch die Corona-Pandemie weiterhin eine sehr große Gefahr. Die Situation von den Menschen an der Kontaktlinie, ob nun in den von der Regierung kontrollierten Gebieten oder vor allem dann auch in den sogenannten Volksrepubliken, war vor Corona schon sehr, sehr schwierig mit den Lockerungen. Ich hatte das eben schon erwähnt. Mit den Maßnahmen, mit dem Lockdown hat sich das noch verschärft. Man muss sich bewusst werden, dass das Gesundheitssystem generell in der Ostukraine erhebliche Probleme schon im Normalbetrieb hatte
Und gerade in diesen Regionen direkt am Konflikt waren sehr, sehr viele Ärzte und Pflegepersonal in den letzten Jahren abgewandert. Und deswegen konnte man von Anfang an davon ausgehen, dass dort, wenn es dort wirklich hohe Infektionszahlen geben wird, es zu einer humanitären Katastrophe kommen kann. Das waren vor allem die Befürchtungen im März und April. Die Vereinten Nationen, das Internationale Rote Kreuz, hat sich dementsprechend in diese Richtung geäußert. Man hat dann auch Hilfe bereitgestellt. Auch die ukrainische Regierung hat für die Region Hilfe bereitgestellt. Auch für die sogenannten Volksrepubliken, die das aber nicht zugelassen haben. Da ist, wie gesagt, eher eine Unterstützung aus Russland gab es dort und das Internationale Rote Kreuz hilft dort. Nach diesen Monaten jetzt im Rückblick kann man sagen, dass eine humanitäre Katastrophe in der Region bis jetzt verhindert wurde, sicherlich auch aufgrund der internationalen Hilfe und auch aufgrund des schnellen Eingreifens auch der ukrainischen Regierung. Dennoch sind die Kontrollübergänge, also die direkt an der Konfliktlinie den Übergang der Menschen zwischen den von der Regierung kontrollierten Gebieten und den von der Regierung nicht kontrollierten Gebieten bis zum Lockdown geregelt haben, das hatte immense Folgen. Also die Menschen konnten wirklich jetzt mehrere Monate eben nicht hin und her reisen. Das waren vor allem für Rentner, die ukrainische Renten noch bezogen haben. Die mussten jedes Mal dann auf das ukrainische, von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiet, um dort ihre Renten abzuheben an den Bankautomaten. Das war nicht mehr möglich. Es war nicht mehr möglich, zur medizinischen Versorgung die Kontrollübergänge zu nutzen. Und es war auch nicht mehr möglich, für Menschen ihre Familien zu besorgen. Also hat sich insgesamt die Menschenrechtslage und die Situation sehr verschärft im Konfliktgebiet. Zudem muss man sagen, dass die sogenannten Volksrepubliken schon am 21. März gesagt haben, die OSZE-Beobachtermission, also die Gruppe, die für die internationale Beobachtung des Konfliktes zuständig ist, keinen uneingeschränkten Zugang mehr möglich hat. Offiziell, weil auch die OSZE-Beobachter theoretisch Corona in die sogenannten Volksrepubliken tragen könnten. So muss man konstatieren, dass dieser Krieg, der nach wie vor andauert... Was heißt nicht uneingeschränkt? Entschuldigung. Also es ist festgehalten in dem Minsk-Abkommen, dass die OSZE einen uneingeschränkten Zugang hat zu dieser Konfliktlinie, zu den Kontrollpunkten, zu all dem, was dort passiert. Und genau das hat man eingeschränkt. Und ich kriege eigentlich täglich, wenn ich den Newsletter der OSZE lese, die Meldung, dass sie fast täglich darin gehindert werden, diese Arbeit zu tun. Aber das heißt, sie können das gar nicht mehr tun oder nur noch in einem sehr eingeschränkten und eingeschränkt okay. Und dann eben vor allem auf dem von der ukrainischen Regierung kontrollierten Seite können sie das tun. Das heißt, dieser Konflikt, der nach wie vor andauert, ist ohne internationale Beobachtung. Das wurde auch von der internationalen Gemeinschaft angemerkt. Also der deutsche und der französische Außenminister haben sich da schon Ende März zu geäußert und gefordert, die sogenannten Volksrepubliken aufgefordert, das sein zu lassen. Es ist jetzt seit ein paar Tagen möglich, die Kontrollpunkte zumindest von der ukrainischen Seite wieder zu begehen. Also die ukrainische Seite hat sie geöffnet unter sehr, sehr schwierigen Auflagen. Und jetzt gibt es wohl auch Bewegungen von Seiten der sogenannten Volksrepubliken, den Übergang zu ermöglichen. Aber auch hier gibt es Tendenzen, dann wieder die Menschen noch stärker zu kontrollieren, die diese Kontrollübergänge nutzen. Also auch da muss man beobachten, wie es sich weiterentwickelt. Auf dieses Thema würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen, was das heißt für die auch Entfremdung der beiden Landesteile möglicherweise, die dadurch nochmal verstärkt worden ist. Vorher würde ich aber gerne auf das Thema Wirtschaft zu sprechen kommen. Das ist ja eine große Sorge, die alle Länder trifft durch diese Lockdown-Maßnahmen. Es wurde ja auch oft argumentiert, dass die wirtschaftlichen Folgen und dann wiederum auch die gesundheitlichen Folgefolgen der Wirtschaftsfolgen letztlich schlimmer sein könnten als die direkten Folgen von Covid. Wie ist die Ukraine damit umgegangen mit den wirtschaftlichen Folgen und auch wie schlägt sich das jetzt wieder in den letzten Wochen mit Blick auf die wieder erfolgten Lockerungen? Also ich kann es vor allem in Bezug auf die Ostukraine sagen, ich habe es schon erwähnt. Wir sind hier das traditionelle Industrie- und Wirtschaftszentrum der Ukraine, auch wenn es durch den Krieg an Bedeutung verloren hat für die
Wirtschaft in der Ukraine. Aber diese Situation hier, also diese Industrie, vor allem diese alte Industrie, stand schon vor Corona vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Also der Strukturwandel, den ich schon erwähnt hatte, ist noch nicht flächendeckend passiert. Der Krieg hat viele Handelswege, vor allem dann nach Russland, verhindert. Es fehlen hier Investitionen, weil eben die Ostukraine mit dem Krieg verbunden wird. Und diese Situation, also diese schon sehr, sehr schwierige Situation durch die Kriegslage, hat sich durch Corona noch verstärkt. Auch wenn auch die Ostukraine immer noch eine Region mit Potenzial ist. Beispielsweise hier in Kharkiv haben wir nach wie vor einen wachsenden IT-Sektor. Kharkiv ist die Bildungshauptstadt der Ukraine. Also auch hier wird der Nachwuchs für das Land ausgebildet. Mit Corona haben sich also die schon vorhandenen Probleme verschärft. Wir haben insgesamt in der Ukraine steigende Arbeitslosenzahlen. Das ist eine der wichtigsten oder der größten Probleme, die Nationalbank, die ukrainische Nationalbank, identifiziert hat. Also die offiziellen Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um 40% angestiegen. Also wir haben offiziell im Moment 500.000 Arbeitslose, aber man muss von einer sehr, sehr hohen Zahl versteckter Arbeitsloser rechnen, die entweder in Teilzeit geschickt wurden während der Corona-Krise oder unbezahlten Urlaub nehmen mussten. Ganz eine weitere große Schwierigkeit sind jetzt die nun ausfallenden oder die geringeren Investitionen, sowohl national, aber auch international. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für die Ukraine. Alleine 40% der Ex- und Importe werden mit Staaten der EU umgesetzt in der Ukraine. Und da ist man natürlich abhängig von der Situation in der Europäischen Union. So sind die Prognosen nicht gut. 7% soll der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes werden. Die Staatsverschuldung, muss man rechnen, die hier eh schon sehr hoch ist, wird zunehmen. Und, das ist eben wieder sehr, sehr wichtig hier für die Ostukraine, ein Rückgang der Industrie wird beispielsweise für den Juni in einer Zahl von etwa 10% berechnet. Und das hat natürlich wieder Folgen auf die Beschäftigungszahl, auf den Lohnzuwachs und auch auf Investitionen. Der ukrainische Staat hat versucht zu reagieren. Man hat beispielsweise mit Maßnahmen versucht, die Steuerlast den Unternehmern, aber auch den privaten Haushalten zu nehmen. Man hat offiziell das Gehalt des medizinischen Personals deutlich angehoben. Man hat Rentnern eine einmalige Zahlung ermöglicht. Auch das Arbeitslosenhilfe sollte erhöht werden. Da muss man schauen, was von diesen beschlossenen Maßnahmen jetzt wirklich umgesetzt wird und was wirklich greifen wird. Vergleicht man es natürlich mit den deutschen Maßnahmen, hat man hier nur einen geringen Spielraum gehabt oder sehr, sehr geringe Maßnahmen getroffen. Dennoch muss man sagen, dass der Reformweg, den die Ukraine eingeschlagen hat in den letzten Jahren, durchaus auch hier in der Krise seine Erfolge zeigt. Also die makroökonomische Stabilität war in den letzten Jahren schon wesentlich besser und kann somit jetzt die größten Folgen abfangen. Also beispielsweise ist die Währung relativ stabil, die Inflation ist recht gering und die Ukraine erhält im Moment weiterhin immense internationale Unterstützung, beispielsweise mit dem IWF. Also auch davon kann man ausgehen, dass einige Folgen der Corona-Krise, die, denke ich, sehr erheblich sein werden, abgefangen werden können. Wie sieht es denn aus mit Maßnahmen eben jetzt zur Wiedererhöhung der eigenen wirtschaftlichen Aktivität? Ihr hattet eben davon gesprochen, dass Leute schon die Auflagen nicht mehr ganz einhalten. Wie ist das zu sehen, wenn jetzt eben die Wirtschaft auch wieder hochgefahren wird? Gibt es da Konzepte, die funktionieren zur Wiedereröffnung und einer sicheren, hygienisch sauberen Wiederaufnahme von wirtschaftlicher Aktivität? Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es erstmal mal wichtig, einfach sich das aktuelle Infektionsgeschehen vor Augen zu führen, weil das natürlich sehr, sehr große Auswirkungen auch auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben wird. Also die Frage, wird es einen erneuten Lockdown geben? Und da muss man leider sagen, deuten im Moment doch einige Zeichen darauf hin. Während im März, April durch den entsprechenden Lockdown die Zahlen relativ gering geblieben sind, haben wir im Moment fast jeden Tag neue Rekorde. Also man muss sich vorstellen, die Ukraine hat ungefähr 42 Millionen Einwohner und mit Stand heute haben wir etwas mehr als 40.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle.
Da sind in absoluten Zahlen jetzt erstmal nicht sehr viele, aber wir wissen ja, es ist ein exponentieller Verlauf und wir haben fast jeden Tag neue Rekordzuwachsraten. Das heißt, gestern wurden 994 neue Fälle gemeldet, also fast 1000 Fälle pro Tag. Ist denn ganz kurz die Kapazität in der Zeit stark ausgebaut worden, auch mehr Fälle zu dokumentieren? Die Kapazität ist ausgebaut worden. Also in den letzten 24 Stunden beispielsweise gab es 24.000 Tests, so als Größenordnung einfach 24.000 Tests, davon eben dann 994 laborbestätigte Neuinfektionen. Nur man muss natürlich nach wie vor davon ausgehen, dass auch eine sehr hohe Dunkelziffer an aufgefallenen Infektionen im Lande dabei ist. Besonders besorgniserregend in dem Zusammenhang ist noch, dass von diesen etwas mehr als 40.000 bestätigten Fällen 6.300, mehr als 6.300 medizinisches Personal ist. Das ist ein extrem hoher Wert, prozentual gesehen. Und es deutet natürlich auch ein wenig darauf hin, dass die Krankenhäuser in der Ukraine nicht wirklich gut ausgerüstet sind, um sich entsprechend davor zu schützen. Es ist keine Besonderheit, auch im internationalen Vergleich, auch in vielen anderen Ländern gibt es einen sehr, sehr hohen Anteil an medizinischem Personal, das sich infiziert hat. Das ist natürlich ganz klar, weil diese Personen dann ja eben auch mit den Infizierten tagtäglich in Berührung kommen und denen versuchen zu helfen. Nichtsdestotrotz ist die Zahl relativ hoch. Und vielleicht ein weiterer Aspekt, der in diesem Zusammenhang noch genannt werden müsste, ist, dass es insgesamt, so sagt es der Gesundheitsminister, ist die Ukraine noch weit davon entfernt, an die medizinische Leistungsgrenze zu kommen, was, sagen wir mal, die Krankenhausbetten für mögliche Covid-19-Patienten angeht. Ich glaube, also da liegen wir doch ziemlich weit von entfernt, laut den Angaben des Ministers. Nichtsdestotrotz waren jetzt am Wochenende die ersten Meldungen von einigen Krankenhäusern, Infektionskrankenhäuser, dass sie an ihre Belastungsgrenze kommen, beziehungsweise sie bereits überschritten haben. Und das ist so eine Entwicklung, also beide Aussagen sind wahrscheinlich richtig, dass also bei lokalen Orten, Lemberg, einige Krankenhäuser in Kiew, auch im Kharkiver Oblast, das Infektionskrankenhaus, die melden also langsam aber sicher eine Überbelastung. Und das hilft natürlich nicht, wenn in anderen Regionen noch freie Betten sind, weil letzten Endes ist es in den USA auch egal, wenn in New York der Hotspot ist, nützt es dann natürlich nichts, wenn in San Francisco noch Betten frei sind. Und da besteht ein wenig die Gefahr, dass das medizinische System doch an seine Leistungsgrenze früher oder später geraten wird, möglicherweise schon in den nächsten Wochen, zumindest punktuell in einigen größeren Orten. Und dementsprechend ist es also die große Frage, wird es weitergehen mit den Lockerungen? Im Moment hat man teilweise, wenn man durch die Städte geht, den Eindruck, es hätte die Pandemie nie gegeben. Viele der Verhaltensregeln, Abstandsregeln, Maskenpflicht wird schlicht und ergreifend ignoriert. Und da kann es sein, dass die Regierung auf kurz oder lang ihr nichts anderes übrig bleiben wird, als wieder in einen Lockdown zurückzukommen. Und die Auswirkungen auf die ukrainische Wirtschaft wären selbstverständlich fatal. All das, was jetzt wieder anfängt, insbesondere Restaurantbetriebe, all das mit Publikumsverkehr, die Kinos sollen jetzt wieder geöffnet werden, Schwimmbäder sollten geöffnet werden. All das ist in mehreren Phasen seit Mai jetzt in Kraft getreten. Aber leider sehen wir halt die Auswirkungen und davon wird eben auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine abhängen. Aber ist das also eine Frage von mangelnder Disziplin, das kurz, Entschuldigung noch, dass die Leute das nicht einhalten oder hat eine Debatte darüber denn auch richtig stattgefunden, breit, wie kann man sicher wieder öffnen? Also ich glaube, es ist wirklich in erster Linie auf mangelnde Disziplin zurückzuführen, weil letzten Endes, auch das ist eine Entwicklung, die wir in vielen Ländern sehen, natürlich sehen sich die Menschen nach Wochen, Monaten des Lockdowns danach, ihre Freiheit wieder genießen zu können. Es fällt zusammen mit dem beginnenden Sommer, die Leute halten sich draußen auf, sie treffen sich wieder in Gruppen. Aber letzten Endes sind es ja relativ einfache Verhaltensregeln, dass man eben entsprechende Schutzmasken trägt, dass man den Abstand einhält. All das findet hier leider nicht in dem Maße statt, wie es stattfinden sollte. Und wenn die Ukraine in irgendeiner Hinsicht so eine Art, ich schäme mich ein wenig von dem Wort Best Practice, aber wenn man zumindest eine Lehre aus diesen Entwicklungen ziehen will, dann ist es einfach, dass man wirklich sagen muss, zeigt mehr Solidarität, seid solidarisch mit euren Mitmenschen, tragt die Masken, schützt euch selbst, schützt andere damit. Das ist, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie man Schlimmeres noch verhindern kann, weil sonst befürchte ich, dass wir früher oder später wirklich in eine Phase des erneuten Lockdowns kommen werden, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. Zumal man ja davon ausgehen muss, selbst wenn das jetzt umgesetzt wird, ist die Zeitverzögerung ja 3-4 Wochen, bis die Maßnahmen dann wieder greifen. Und bis dahin kann das medizinische System, zumindest diese Infektionskrankenhäuser, schon weit an ihrer Belastungsgrenze kratzen.
Was ich dem noch hinzufügen möchte, ich denke, Covid-19 ist in einigen Regionen, vor allem in den Regionen, in denen wir hier arbeiten, in Kharkiv, abstrakt geblieben. Ja, ich hatte es ja gesagt, Anfang April 2 Fälle in dieser großen Stadt hier. Also das war für Menschen, glaube ich, wirklich schwer zu greifen, was diese Pandemie bedeuten kann. Und man hat es ja auch während dieses harten Lockdowns auch nicht stärker gemerkt. Ja, die Krankenhäuser waren nicht überlastet, die Zahlen sind nicht so sehr angestiegen, dass man wirklich schon in seinem Bekanntenkreis vielleicht Personen kannte. Und ich denke, das wirkt immer noch nach, ja, dass die Menschen sich jetzt mit den Lockerungen das einfach erstmal genießen, für sie Covid-19 sozusagen abgehakt ist und das jetzt erst so ein langsamer, ja, eine Bewusstwerdung ist, dass Covid-19 auch hier im Osten des Landes angekommen ist. Zudem möchte ich sagen, dass ich auch denke, der Handlungsspielraum der Region ist im Moment sehr gering. Also man hat eben schon alle harten Maßnahmen getroffen gehabt. Wenn man das jetzt nochmal versucht, wie Tim gesagt hat, wird das sehr erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben, auch hier im Osten. Also wenn noch einmal die Fabriken stillstehen sollten, kann ich mir gar nicht vorstellen, welche Konsequenzen das haben soll. Was ich hier feststelle, ist, dass man jetzt nach 3 Wochen, in denen wirklich eigentlich wieder fast alles möglich war, stärker kontrolliert wird. Also man versucht vielleicht doch wieder so 1-2 Schritte zurückzugehen. Vielleicht wäre das zumindest ein Weg, um jetzt mit der jetzigen Situation, mit dem Anwachsen der Infektionszahlen umzugehen. Ich kann das nur noch mal unterstützen, weil mit Stand gestern hat die Ukraine 1067 bestätigte Covid-19-Tote. Und auch das ist im Verhältnis gesehen, natürlich ist jeder Toter einer zu viel, aber im Verhältnis ist das eine relativ geringe Zahl. Und ich denke, das ist in der Tat auch vergleichbar vielleicht mit der Situation in Deutschland, dass die Ukraine in der Hinsicht ein wenig das Opfer ihres eigenen Erfolgs ist, dass sie eben in den ersten Wochen und Monaten wirklich sehr erfolgreich mit der Pandemie umgegangen ist, die schlimmsten Folgen hat abfedern können. Und dadurch es in der Tat abstrakt geblieben ist. Und die Leute es nicht fassen können, dass da eine Gefahr ausgeht. Und das eben dadurch, dass es eben keine Fälle gibt in dem persönlichen Bekanntenkreis, Todesopfer zu beklagen sind, dadurch glauben vielleicht viele Leute, dass es in der Tat nur ein abstraktes Problem ist und es leider vielleicht drastischer sein müsste, damit es den Menschen bewusster wäre. Das ist genau dieses Dilemma, in dem wir in vielen Ländern sind. Es ist eine abstrakte Gefahr und die Leute denken, naja, ich habe das ja nicht erfahren. Und aber ist es da nicht eine Frage auch von politischer Bildung und staatlicher Information, die Vergleichsfälle, die es ja andernorts gibt, einfach zu zeigen? Also es gibt ja Länder, in denen die Entwicklung wirklich drastisch verlaufen ist und verläuft. Es war jetzt erst wieder die Rede davon, dass wir eigentlich auf einer weiteren Hochphase der Pandemie leben, die aber eben nicht in Europa sich abspielt. Also es ist nicht eine Frage, das Abstrakte den Leuten in Form von Medienarbeit klarer vor Augen zu führen. Also beispielsweise der Gesundheitsminister hat das jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv gemacht. Er hat immer wieder gesagt, schaut euch die Fotos aus Italien an. Da kommen wir aber zu einem weiteren Problem hier in der Ukraine oder vieler postsozialistischer Staaten in Osteuropa. Das Vertrauen im Staat, in den Staat und auch vor allem in die Exekutive, in die Institutionen des Staates ist doch noch sehr verhalten. Auch in vielen Regionen noch sehr, sehr gering. Also dann ist eben die Frage, wie sehr schenkt dann Teile der Bevölkerung, zumindest der Regierung, auch wirklich noch Gehör. Gerade wenn, das möchte ich nochmal betonen, der wirtschaftliche Druck natürlich für viele private Haushalte mittlerweile auch sehr, sehr hoch ist. Wenn man 3 Monate unbezahlten Urlaub nehmen musste, ja, um sich überhaupt den Job zu erhalten, kann man bei solchen niedrigen Löhnen solchen niedrigen Löhnen in der Ostukraine zumindest nicht mehr weiter zu Hause sitzen. Man muss dann arbeiten gehen. Dann nimmt man wahrscheinlich diese Gefahren auch auf sich. Und das federn die Programme der Regierung aber nicht ab? Also meiner Meinung nach nicht. Ich würde gerne... Also nicht im ausreichenden Maße. Also ja. Die Programme gingen ja in diese Richtung, ja. Aber nicht im ausreichenden Maße. Genau. Ich würde gerne schon an dieser Stelle nochmal unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigen, dazu auch ihre eigenen Fragen zu stellen. Es gibt dazu 3 Möglichkeiten. Wenn Sie uns auf Facebook folgen, einfach in den Chat unterhalb des Livestreams. Wenn Sie auf Zoom bei uns sind, schreiben Sie Ihre Fragen gerne in den Chat oder noch besser in die Funktion Frage und Antwort. Dann sehen wir direkt in der Übersicht, welche Fragen schon bearbeitet und beantwortet sind. Während die Fragen eintrudeln, möchte ich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen,
der geopolitischen Dimension. Ihr habt ja davon gesprochen, dass es eben einerseits aus Russland Hilfe gab, die besonders nun auf die sogenannten Volksrepubliken sich bezogen hat und die Ukraine sonst eben von der EU Hilfsprogramme bekommen hat. Wie sah das aus und wie ist das aufgenommen worden? In der Bevölkerung, meinst du? Ja. Ja, also meine Wahrnehmung war, dass die Hilfe der EU, es gab auch direkte Hilfe aus Deutschland, nicht nur in Bezug auf Corona, da gab es extra Hilfen für medizinisches Personal und das Gesundheitssystem, sondern auch nochmal zusätzliche Hilfen beispielsweise für Binnenflüchtlinge, sehr positiv aufgenommen wurde, ja. Also, dass man da, denke ich, doch viele Menschen auch den Weg, den die Regierung in den letzten Jahren eingeschlagen haben, Richtung Europa weiter unterstützen. In den sogenannten Volksrepubliken wird die Einschätzung anders sein. Da kann ich aber wenig zu sagen, wie die Bevölkerung dort denkt, weil wir ja bekanntermaßen dort nicht vor Ort sind. Und vielleicht noch eine Ergänzung auch. Natürlich gibt es umfangreiche Hilfsleistungen in der Europäischen Union, aber auch die Bundesrepublik Deutschland stellt immer wieder Material und auch finanzielle Hilfe zur Verfügung. Ich möchte aber auch ein Beispiel in die andere Richtung geben. Es wurden auch ukrainische Ärzte nach Norditalien geschickt. Das ist jetzt keine Einbahnstraße, das ist, vielleicht ist jede Hilfe während der Pandemie immer nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber es gab also auch ukrainische Ärzte, die in Norditalien im Einsatz waren. Das war auch durchaus umstritten in den sozialen Netzwerken oder in den Medien hier, weil man sich natürlich gefragt hat, dadurch, dass das ukrainische Gesundheitssystem jetzt auch seine Schwächen hat, obwohl es da auch einige Reformversuche in den letzten Jahren gegeben hat und das natürlich ein langer Prozess ist, so ein Gesundheitssystem zu verbessern. Da gab es also auch die Frage, naja, wieso müssen wir denn jetzt bitte schön unsere Ärzte ins Ausland schicken? Aber ich fand, das war ein wichtiges Zeichen auch europäischer Solidarität, dass dann eben auch ukrainische Ärzte im Einsatz waren, die umgekehrt natürlich auch einen gewissen Nutzen davon hatten, weil dann natürlich auch ukrainische Ärzte zum ersten Mal Erfahrungen im Umgang mit diesem neuartigen Virus sammeln konnten. Insofern kann man das vielleicht auch als einen Umstand beschreiben, der zu beidseitigen Vorteil dann gewesen ist. Und natürlich, wie du sagst, ist es für die Kommunikation sehr wichtig, dass die Ukraine nicht nur wahrgenommen wird als Land, das Hilfe empfängt, sondern eben auch durchaus Spezialisten hat und in der Lage ist, da Unterstützung zu leisten. Sehr, sehr richtig. Meine Wahrnehmung war durchaus so, dass die Anteilnahme hier in der Ukraine doch sehr groß ist, was in der Europäischen Union passiert, in den einzelnen Ländern, dass man sich doch auch, denke ich, in der Politik sehr darauf geachtet hat, was beispielsweise in Deutschland für Maßnahmen getroffen wurden. Also dass doch die Ausrichtung und die Tendenz sehr deutlich zu sehen war Richtung Europa. Ein wichtiger Punkt für viele Ukrainer war ja auch, dass einer der größten Erfolge der letzten Jahre war ja die Visafreiheit, die Visumsfreiheit für die Reisen in die Europäische Union. Die wurde ja logischerweise durch die entsprechenden Reisebeschränkungen, die pandemiebedingten Reisebeschränkungen jetzt erstmal eingestellt. Aber da war es auch ganz wichtig, dass immer wieder betont wurde, dass das keine grundsätzliche Entscheidung ist, sondern eine, die allein aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation so eingetreten ist. Und sobald die Gesundheitssituation es wieder erlaubt, dementsprechend natürlich auch wieder visafreie Reisen in die Europäische Union möglich sein werden. Weil das ist von all den vielen Reformerfolgen, die die Ukraine in den letzten Jahren hatten, wahrscheinlich der sichtbarste für die Bevölkerung, dass sie die Möglichkeit haben, zu reisen, sich westeuropäische Länder anzuschauen, in die Europäische Union zu kommen. Also da warten viele Menschen darauf, dass die Pandemie vorübergeht und auch dieses Reisen wieder ohne die geringsten Einschränkungen möglich sein wird. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage des Konflikts und die Frage der geopolitischen Folgen. Das, was ihr jetzt erzählt habt, deutet ja viel einfach erstmal de facto darauf hin, dass diese Teilung vertieft wird. Wenn man sich nicht besuchen kann, ist das ja zumindest eine temporäre Frage. Aber eben auch, wenn Rentner über Monate hinweg ihre Renten nicht mehr beziehen können, suchen sie ja wahrscheinlich nach Möglichkeiten, irgendwie doch über die Runden zu kommen. Müssen sie natürlich, um zu überleben. Ist eine Vertiefung dieser Teilung auch über die Pandemie hinaus jetzt abzusehen? Und was ist sonst zu sagen über die langfristigen Folgen nach allem, was jetzt abzuschätzen ist in geopolitischer Sicht? Also ich kann dir nur recht geben, die Teilung wurde de facto durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona vertieft. Ja. Auch die Erleichterung, die von Zelensky und von seinen Regierungen angestoßen wurde, vor allem Austausch zwischen den Menschen auf beiden Seiten, wurden natürlich auch gehoben.
Und da kommen wir zu einem ganz großen Ziel des ukrainischen Präsidenten. Selenskyj hat im Wahlkampf, hat vor allem die Wahl damit gewonnen, dass er Frieden versprochen hat. Frieden in der Ostukraine, Frieden für die Ukraine und vor allem Einheit der Ukraine. Ja, und damit hat er sehr, sehr viele Unterstützer, vor allem hier in der Ostukraine, gewonnen, weil die Sehnsucht der Menschen hier sehr, sehr groß ist, endlich einen Frieden zu erreichen, 6 Jahre nach dem Krieg. Und er hat auch erste Erfolge erzielt. Es gab einen mehrmaligen Gefangenenaustausch, auch noch während der Corona-Krise, kurz vor Ostern am 16. April. Wurden erneut 20 Personen von beiden Seiten ausgetauscht. Es gab im Sommer letzten Jahres eine Entflechtung der Streitkräfte an 3 Abschnitten der Kontaktlinie. Und es gab kurzzeitig eine erfolgreiche Waffenruhe im August. Ganz wichtig, auch auf internationaler Ebene, und da sind wir bei der Geopolitik, die du angesprochen hast. Es kam im Dezember 2019 endlich wieder zu einem Gipfel im Normandie-Format. Also Russland, Deutschland, Frankreich und die Ukraine saßen an einem Tisch zusammen in Paris und haben über den Friedensprozess im Osten der Ukraine gesprochen. Dennoch ist die Dynamik des Krieges unverändert. Ja. Auch die Verabredungen in Paris, also Ende aus dem Dezember 2019, sind nicht umgesetzt worden. Und ich sehe dafür die Chancen im Moment auch nicht besonders groß. Denn das wichtigste Ziel auch bei dieser Unterredung war, eine langfristige Waffenruhe zu erreichen und dann alle weiteren Schritte, beispielsweise Wahlen in diesen Gebieten, aber auch die Rückerlangung der ukrainischen territorialen Integrität, all das kann erst mit einer Waffenruhe passieren. Aber wie steht denn die Pandemie einer Waffenruhe entgegen? Ja, offiziell würde sie dem nicht entgegenstehen, aber die Interessen der Beteiligten sind eben so, dass es keine Waffenruhe geben kann. Und ich sehe da vor allem Russland in der Rolle. Russland möchte seine eigenen Interessen in der Region gewahrt haben, und solange die nicht gewahrt sind, wird es keine Waffenruhe geben. Denn die ukrainische Seite hat vor allem in den letzten Monaten, also unter dann der Regierung von Selenskyj, ja einige Schritte getan, also beispielsweise die Entflechtung der Streitkräfte oder den Gefangenenaustausch. Da ist man auch sehr, sehr weit gegangen und hat Gefangene ausgeliefert, die hier für die Verbrechen im Krieg doch hier eigentlich verurteilt werden sollten in der Ukraine oder vor Gericht erst einmal gestellt werden sollten. Also man hat, denke ich, diesen Weg, den Selenskyj eingeschlagen hat, diese Strategie des Kompromisses oder des Aufeinanderzugehens hier durchaus verfolgt. Nun ist die Frage, ob diese Strategie noch weiterhin Erfolg hat, wenn die andere Seite wenig Zugeständnisse macht, bis gar keine. Aber das sind ja eher politische Fragen allgemein und die jetzt nicht durch die Pandemie selbst irgendwie beschleunigt werden. Nein. Also man kann sagen, die Dynamik ist unverändert. Genau, die Dynamik war vor Corona unverändert und ist auch jetzt unverändert. Mhm. Ich denke, ein Vorteil, wenn ich das so ausdrücken darf, hatte die Corona-Pandemie für zumindest den ukrainischen Präsidenten, für Selenskyj. Denn kurz vor, also wirklich 2 Tage bevor die harten Maßnahmen hier festgesetzt wurden gegen Corona, wurde bekannt, dass es eine umstrittene Absprache, also hier in der Ukraine eine umstrittene Absprache im Rahmen des Minsk-Formats zwischen den Verhandlungsführern der Ukraine und Russlands gegeben hat. Und zwar ging es darum, Vertreter aus den Gebieten, die nicht von der Regierung kontrolliert werden, mit Vertretern aus der Ukraine an einen Tisch zusammenzusetzen, in einem neuen Gremium innerhalb der Minsk-Verhandlungen. Und das hat hier heftige Debatten ausgelöst. Ja, also gerade die Menschen, die sagen, wir dürfen uns nicht verraten für Russland, für einen Frieden mit einem zu hohen Preis. Da stand Selenskyj unter erheblichen innenpolitischen Druck. Und das ist durch die Corona-Krise und durch die Maßnahmen hat man dieses Konstrukt, dieses neue Gremium gar nicht mehr weiter diskutiert. Das hat die Ukraine dann verschoben, weil man sich nur noch online getroffen hat und wahrscheinlich auch aufgrund des gesellschaftlichen Druckes hat man da sich ein bisschen zurückgezogen. Und so kann ich sagen, dass es für den Konflikt, die Corona-Krise, zumindest der ukrainische Präsident vielleicht Zeit gewonnen hat, auch Zeit gewonnen hat hier in der Gesellschaft, nochmal für einen Friedensprozess zu bewerben, für die ukrainische Politik zu werben. Und es gilt natürlich weiter abzuwarten, was die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch in der gesamten Region bedeuten, beispielsweise eben auch auf
den Verhandlungspartner Russland. Ja, vielleicht hat das ja auch Folgen, die den Friedensprozess beschleunigen könnten, wenn die Wirtschaftskrise zu groß ist. Genau, aber weiterhin und, das muss man auch sagen, trotz der Corona-Krise ist der internationale Druck groß geblieben, dass es weiterhin Verhandlungen geben muss. Also ein weiteres Treffen im Normandie-Format sollte eigentlich im März in Berlin stattfinden. Das hat nicht geklappt, aber man hat sich jetzt schon zu bilateralen Gesprächen in Berlin getroffen und es gibt immer wieder die, vor allem jetzt von deutscher Seite, den Versuch, das Format so schnell wie möglich nachzuholen. Also hier kann ich feststellen, dass die Corona-Pandemie die Vertiefung oder die Teilung des Landes zwar jetzt in der Situation erst einmal vertieft hat und verschlimmert hat, aber für den Friedensprozess kann es vielleicht auch den einen oder anderen neuen Impuls haben. Aber wie gesagt, das gilt abzuwarten. Was sind denn die ökonomischen, oder Tim, willst du ergänzen? Ja. Ich würde gerne vielleicht einen Hinweis ergänzen, der sich aber nahtlos anschließt. Eine Befürchtung in Kiew ist, das betrifft sowohl die geopolitische Lage als auch, sagen wir mal, innerhalb der Ukraine, da spielen die internationalen Partner natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und eine Befürchtung ist in der Tat, dass durch die aktuelle Pandemie weltweit der Fokus ein wenig sich verschiebt. Und in dem Sinne war es zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass vor wenigen Wochen bei einer Veranstaltung der KAS ja auch die deutsche Bundeskanzlerin mit Blick auf die bevorstehende Ratspräsidentschaft, die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union gesagt hat, dass eben die ganzen anderen Themen jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen und nur noch Covid-19 das weltweite Thema sein wird oder das Thema der Ratspräsidentschaft, sondern dass all diese Fragen außenpolitischer Natur eben auch weiterhin eine große Rolle spielen werden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man hat manchmal den Eindruck, die Medien sind nur noch auf dieses Thema Covid-19 fokussiert. Das ist ja auch richtig, es ist ein wichtiges Thema, aber es gibt eben die ganzen anderen Konflikte, Themen sind halt weiter auf der Tagesordnung. Ganz kurz zwei Fragen noch. Einmal, was sind die wirtschaftlichen Folgen oder was bedeuten die wirtschaftlichen Folgen für Präsident Zelensky und seine Reformprogramme jenseits des Friedensprozesses? Und die andere Frage, die wir noch haben, ist der Faktor Krim, den wir noch gar nicht besprochen haben. Wie sieht es denn da aus, wenn ihr das ganz kurz sagen könnt, wir sind zeitlich schon fast am Ende. Wie hat die Pandemie dort eingeschlagen und wie geht es da der Bevölkerung? Also kurz zu den Reformprozessen. Natürlich hat die wirtschaftliche Entwicklung Auswirkungen auf Reformprozesse. Man muss aber auch sagen, also viele Reformprozesse, finde ich, haben erstmal nichts mit der Wirtschaft zu tun, sondern erstmal mit Strukturen, Verfahren, Prozessen, institutionellen Reformen. Natürlich ist es umso besser, wenn die von wirtschaftlichen Erfolgen flankiert sind, wenn es also auch der ukrainischen Bevölkerung irgendwie besser ist. Natürlich sehr, sehr wichtig. Aber das ist jetzt jedenfalls nicht der einzige Maßstab für eine Weiterführung von Reformen in den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt im Bereich Justiz oder in anderen. Zur Situation auf der Krim. Die Krim ist das Gleiche, was ich gerade schon sagte. Bei der Krim besteht immer ein wenig die Gefahr, dass sie aus dem Fokus gerät. Also wir reden natürlich sehr viel über die Ostukraine und es ist aber ganz wichtig eben auch zu sagen, okay, die Situation auf der Krim ist eben auch angespannt in vielerlei Hinsicht, was die Menschenrechtssituation angeht, aber auch in anderer Hinsicht. Und da muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass das eben zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen ist, dass sich ein europäisches Land das Territorium eines anderen gegen dessen Willen einverleibt hat. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dieses Thema auch immer wieder auf das tolle Parkett bringen wird. Auch wenn es vielleicht im Moment vielen so erscheint, als ob dieses Thema erstmal eingefroren sei. Wir haben noch zwei Zuschauerfragen, die beide, oder die eine wurde schon in Teilen beantwortet, die andere kann potenziell sehr groß sein. Ich bitte euch trotzdem, sie möglichst schnell zu beantworten. Einmal die Frage von Martin Messner, kann angesichts der Beschränkung jetzt der Reisefreiheit in die Europäische Union das sich negativ auswirken auf die mehrheitlich proeuropäische Stimmung der Bevölkerung? Und die andere Frage von unserem Kollegen Sven Petke, welche Rolle nimmt China in der ganzen Sache, in der ganzen Situation ein? Das sind ja beides Fragen, die man mit einem Satz schnell beantworten kann. Bei der Reisefreiheit, glaube ich, ist es eine Frage der Kommunikation. Also solange der Bevölkerung, der ukrainischen Bevölkerung eben klar kommuniziert wird, das ist eben keine Grundsatzentscheidung. Wie die Grundsatzentscheidung damals eben gefallen ist, zu sagen, ja, die Freiheit, die Visumfreiheit
Meinungsfreiheit ist gewährleistet. Ich glaube, das kann man schon vermitteln, zu sagen, okay, das ist zurzeit eben nicht möglich. Problematisch wird es ein wenig durch die Wirtschaftsmigration, weil die Ukraine ja sehr stark von auch Auslandsüberweisungen abhängig ist. Es gibt eben sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in anderen europäischen Ländern, allen voran Polen, berufstätig sind. Das wäre wahrscheinlich ein Faktor, der auch wirtschaftliche Auswirkungen hätte und sich dann irgendwann hoffentlich wieder verbessern wird. Ja, also ich denke auch, dass das, wie Tim es sagt, wenn man es richtig kommuniziert, und so habe ich auch das Gefühl, dass das keinen nachhaltigen Einfluss haben wird. Also ich habe gerade erst die Meldung gelesen, dass es bald eine Direktverbindung Kharkiv-Berlin geben wird, also eine Flugverbindung. Und ich bin ganz sicher, dass das sehr viele Menschen nutzen werden, sobald es wieder möglich ist, auch ohne Quarantäne. Ja. Zur Rolle Flugverbindung China, nach Peking, genau. Und kurz zum genau. Thema China halt noch, auch das ist ja nichts, was auf die Ukraine beschränkt ist. Auch da gab es Hilfslieferungen oder Flüge mit Hilfsmaterialien aus China, die Ukraine durchgeführt hat. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was weltweit oder überhaupt auch für die deutsche Außenpolitik mit Sicherheit stärker in den Fokus geraten wird. Inwiefern haben sich die weltweiten politischen Machtverhältnisse durch die Pandemie, das Verhältnis USA, China, Russland, wie hat sich das dann verändert? Da ist die Ukraine mit Sicherheit auch ein Feld, wo solche Veränderungen stattfinden, aber ich denke, das muss man in einem größeren Zusammenhang sehen. Und natürlich sind hier die chinesischen Interessen vor allem wirtschaftlicher Art, also es gibt vielfältige Kooperationen und das wird fortgesetzt werden. Vielen Dank. Und die Ukraine, ja. Könnt ihr beiden zum Abschluss noch einmal zusammenfassen aus dem ganzen Gespräch aus eurer Sicht, was sind Best Practices und was sind Worst Practices? Also Tim, du magst die Begriffe beide nicht, deswegen vielleicht eher zusammengefasste Erfahrungen der Ukraine, die vielleicht übertragbar sind für andere Länder. Also es soll ja zum Ende immer was Positives sein. Also ich glaube, ich möchte am Ende mit der Aufforderung wirklich, und das gilt, glaube ich, nicht für die Ukraine, das gilt weltweit in allen Ländern, die bereits erwähnte Solidarität, dass man sich eben an diese einfachen Regeln halten muss. Vor allen Dingen, viele Regeln sind ja relativ einfach durchzuführen. Man kann eben schöne Masken tragen und damit sich und anderen irgendwie helfen. Das ist, glaube ich, die größte Botschaft, die man auch aus der Ukraine nehmen soll, rote Erfolge hatte und die jetzt zu verspielen droht, weil man sich vielleicht an solche Verhaltensregeln nicht mehr hält. Das wäre die Aufforderung. Ansonsten vielleicht noch ein positives Beispiel zum Schluss. Es gab halt auch so ein paar Innovationsbeispiele in der Ukraine, wie mit Kleinigkeiten dann doch schnell reagiert wird. Beispielsweise in den Restaurants, man soll ja jetzt nicht mehr die Speisekarten, die muss man permanent desinfizieren. Da haben jetzt viele beispielsweise auf ihre Smartphones umgeschaltet. Man hat dann den entsprechenden scannt ihn kurz ein und kann die Speisekarte dann online lesen. Das ist ein Beispiel, wo ich einfach sagen würde, da ist die Ukraine gerade im IT-Bereich immer sehr weit vorne und das ist natürlich eine praktische Idee. Fast jeder hat ein Smartphone und auf diese Art und Weise muss man dann nicht mehr irgendwelche Speisekarten anpassen. Was ich aus meinen letzten Monaten hier in der Ukraine nehme, ist auf jeden Fall die Krisenfestigkeit der Bevölkerung, also eine sehr schnelle Reaktion auf die Krise in sehr vieler Hinsicht thematisch schon gesagt. Die Cafés waren schnell mit innovativen Ideen auf dem Markt, aber auch in anderen Bereichen hinsichtlich der Digitalisierung gab es einige Ansätze, dass hier die IT-Branche in Kharkiv schnell ins Homeoffice gehen konnte, genauso gut weiterarbeiten konnte wie vorher. Und gleichzeitig, was ich auch mitnehme, die sehr aktive und sehr rasche Reaktion der Zivilgesellschaft, dass man einfach vielleicht auch die Defizite des Staates oder staatlicher Institutionen hier kennt und dann genau weiß, wo man eben auch mit zivilgesellschaftlichem Engagement anpacken muss und es dadurch zumindest bis jetzt geklappt hat. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch heute Morgen die Zeit genommen habt, mit uns über die Ukraine zu sprechen und über eure Beobachtungen vor Ort. Es hat sich gelohnt, wenn ich das so sagen darf. Wir hatten heute Morgen bei der Sitzung im Vergleich zu unseren sonstigen Sitzungen deutlich mehr Leute, die uns hier gefolgt sind auf Zoom. Auf Facebook war auch eine stabile Zahl an Zuschauern dabei, die auch gewachsen ist, stetig über die Zeit. Also das war eine schöne Sache. Herzlichen Dank an euch beide. Vielen Dank auch an Sie, an unser Publikum für Ihre aktive Teilnahme und die Zuschauerfragen. Alle, die heute Morgen nicht live dabei sein konnten, können das Gespräch sich später angucken auf unserem YouTube-Kanal, wenn es da abgelegt sein wird. Vielen Dank auch an unseren Übersetzer heute Morgen, der wieder ermöglicht hat, dass wir auf Deutsch reden können und man uns trotzdem in russischer Sprache folgen konnte. Vielen Dank an mein Team fürs Organisieren dieses Gesprächs heute Morgen.
Und wir sehen uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Ob die Uhrzeit dieselbe ist, müsste ich nochmal nachschauen. Aber am Donnerstag wieder zum Thema Japan. Da machen wir nochmal einen weiten Sprung und gehen noch einmal ans andere Ende der Welt, um von da auch wieder zu gucken, wie geht Japan um mit den Folgen von Covid-19. Für heute erstmal Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Kommen Sie wieder. Wir sind um 17 Uhr Vilniuser, Minsker oder auch Moskauer Zeit wieder hier mit der EU-Session in unserer anderen Reihe. The World Handcuffed, Entschuldigung, wo wir uns mit den geopolitischen Folgen beschäftigen, der Krise für die Sicherheitspolitik in Osteuropa. Also heute Nachmittag sind wir wieder hier. Bis dahin Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für die Einladung. Und ihr beiden bleibt vielleicht mal kurz hier zum Nachgespräch. Vielen Dank, alles Gute und bleiben Sie gesund. Aufzeichnung beenden. Ja. Und danke an das Team Belarus.